Meine Damen und Herren, ich bin eingeladen worden, 5 Minuten etwas zu sagen. Und in diesem Falle hatten wir einen typischen Fall. Denn dass diese Herrschaften nicht reagiert haben, lag ganz einfach daran, dass sie nicht Deutsch sprechen. Was man in Berlin auch nicht überraschend finden kann. Denn wir haben viele Touristen, die herkommen und nicht Deutsch sprechen. In dem Moment, wo sie auf Englisch gefragt wurden, ob sie näher kommen wollen, kamen sie. Das ist vielleicht nicht unwichtig, dass Kommunikation erstmal prüfen soll, ob die andere Seite überhaupt versteht, was man sagt. Dann kann man, glaube ich, auch weiterkommen. Aber das war jetzt nur eine kleine Nebenbemerkung. Ich soll 5 Minuten was sagen und ich wollte 3 Punkte machen. Zum einen, es ist natürlich so, dass Meinungsfreiheit ein Kernstück von lebendiger Demokratie und von freiheitlichem Zusammenleben ist. Als ich Kind und Jugendliche war, wurde uns immer der Hyde Park Corner vorgeführt, wie überhaupt die britische Demokratie das Beispiel war, an dem wir lernen sollten. Und diese Meinungsfreiheit zu haben, ist ein großes Geschenk. Allerdings ist es auch nicht immer ganz einfach, sie zu praktizieren. Denn es gibt viele Hindernisse gegen die Praxis der Meinungsfreiheit. Das kann einfach individuelle Scheu sein. Das kann das politische System sein. Und wir haben jetzt erlebt, wie viele Menschen auch tagtäglich noch, zum Beispiel in Syrien, ihr Leben riskieren, um Meinungsfreiheit zu erlangen. Das ist unglaublich, was da immer noch an Unterdrückungsregimen herrscht. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, 3.500 Menschen sind in Syrien inzwischen ums Leben gekommen, seit dem Beginn der Rebellion. Das ist ja wirklich ganz furchtbar. Also ein erstes großes Hindernis ist politische Unfreiheit, sind Diktaturen oder gar totalitäre Systeme. Und dass hier die Mauer vor mehr als 20 Jahren gefallen ist, dass man hier einfach hin und her gehen kann, ist für mich, die ich in Berlin geboren bin, in West-Berlin geboren bin, täglich noch ein Grund zur Freude. Und das ist auch eine Verpflichtung, die Freiheit der Rede, die wir hier alle auf diese Weise jetzt haben, auch zu verteidigen und mit ihr umzugehen. Das zweite Hindernis, das diese Meinungsfreiheit und Redefreiheit torpedieren kann, ist, wenn man sie in einem politischen, freiheitlichen, demokratischen System gleichwohl zur Farce macht. Nämlich dadurch, dass politische Probleme nicht argumentativ angegangen werden, sondern irgendwie in den Raum gesetzt werden und im Grunde nur als Machtspiel in die Öffentlichkeit kommen. Wenn zum Beispiel ein Politikwechsel von heute auf morgen stattfindet, ohne dass man auch nur einigermaßen nachvollziehbar begründet, warum das jetzt geschieht, dann sät das Misstrauen und diskreditiert die Meinungsfreiheit. Denn die Meinungsfreiheit ist ja nicht einfach eine Narrenfreiheit, das ist auch wichtig. Die Meinungsfreiheit dient dazu, dass wir uns untereinander verständigen können, mit Argumenten und nicht mit Erpressung und nicht mit Bedrohung und nicht mit Hackebeilen, dass wir uns darüber untereinander verständigen können, wie wir unsere gemeinsamen Angelegenheiten regeln wollen. Wer von welcher Regelung einen Vorteil hat und wie wir versuchen können, für alle so viel Vorteile wie möglich zu finden. Dazu muss man aber auch argumentieren. Und ich sage und bedauere, dass uns in unserer gegenwärtigen deutschen Demokratie meines Erachtens viel zu wenig begründet und argumentiert wird im politischen Bereich. Das fehlt und das brauchen wir sehr viel mehr, um auch wirklich vielseitige und komplexe Probleme einigermaßen angemessen angehen zu können. Und das Dritte ist, dass Meinungsfreiheit immer von Machtmissbrauch bedroht wird und dieser Machtmissbrauch wird in vielen Bereichen von politischen Systemen ausgeübt, wo eben die politische Macht konzentriert ist und zum Teil auch mit militärischer und wirtschaftlicher Macht noch unter einer Decke steckt. Aber es gibt auch andere Machtkonzentrationen und es ist nicht von ungefähr, dass in den letzten Wochen, ja schon Monaten, aber in den letzten Wochen zunehmend die Frage gestellt worden ist, wer hat eigentlich die Oberhand, die Finanzmärkte oder die Politik? Und eine Meinungsfreiheit, die überhaupt nicht mehr sich politisch dann umsetzen kann, weil die Politik selbst gar keine Wirkmacht mehr hat, die ist natürlich auch eine Narrenangelegenheit und vielleicht eine Kosmetik, aber nicht das, was sie sein soll, nämlich der Motor eines guten politischen Zusammenlebens. Deswegen wende ich mich dagegen immer ganz pathetisch,
die Meinungsfreiheit gegen Diktaturen zu vertreten, das verteidigen, das ist wichtig, das habe ich auch mein Leben lang gemacht. Aber man muss auch die neuen Herausforderungen sehen. Und wenn man in einem System lebt, auch in einem ökonomischen System lebt, wo man lieber nicht den Mund auftut am Arbeitsplatz, ist das auch keine Meinungsfreiheit. Dann hilft so ein Speaker's Corner nicht sehr viel. Denn dann findet das tägliche Leben, die 8-9 Stunden am Arbeitsplatz unter anderen Bedingungen statt. Und ich bin gefragt worden, um dem noch die Krone aufzusetzen, was ich denn davon halte, dass Google diese ganze Sache sponsert, da ich nun seit Jahren immer wieder damit zu tun habe, dass ich zum Beispiel für meine Governance School auch Sponsoring brauche, auch aus dem Privatsektor Geld brauche, muss ich natürlich immer wieder überlegen, wie ist das? Ich glaube, dass die großen Unternehmen durchaus einbezogen werden müssen in eine verantwortliche Good Governance, dass sie auch deswegen sowas machen wie hier, weil sie einen guten Ruf haben wollen. Das ist natürlich dann auch ein Hebel, sie ein bisschen zu beeinflussen, weil sie können auch unterminiert werden, wenn sich zeigt, dass sie sich nicht so benehmen, wie sie behaupten, dass sie sich benehmen. Das heißt, wir sollen ohne Sorge solche Kooperationen machen, aber trotzdem die Meinungsfreiheit wahrnehmen und klar sagen, was uns auch bei einem Sponsoring-Unternehmen gegebenenfalls nicht gefällt. Davon bin ich jetzt hier nicht so betroffen. Viel schwieriger ist es als Universitätspräsidentin noch an der Viadrina oder jetzt hier als Präsidentin der Governance School, da immer die Waage zu halten, denn man braucht Geld, um sowas am Laufen zu halten, aber man will sich nicht korrumpieren. Und das heißt, man muss immer wieder ganz offen und unmissverständlich gegen jede Art von Machtmissbrauch sprechen und ihn auch beim Namen nennen, wo er besteht. Deswegen lade ich Sie alle ein, die Meinungsfreiheit ernst zu nehmen, sie zu praktizieren, auch den Mut aufzubringen. Man kann ja dann manchmal angekarrt werden deswegen, das kenne ich auch durchaus. Den Mut haben, sie zu praktizieren und genau zu schauen, wo sie gefährdet wird. Sie wird nicht immer nur an einer Stelle gefährdet, sie wird oft auch aus der Gesellschaft heraus von Machtklumpen gleichsam in der Gesellschaft gefährdet. Ich wünsche Ihnen noch ein guten Tag. Ich hatte gehofft, dass bis zum Ende die Sonne ganz rauskommt, aber man kann sie immerhin erkennen und vielleicht wird es nachher noch strahlend. Einen schönen Tag.